Warum sieht man nicht Gott? Warum lässt Gott manchmal kranke Menschen nicht sterben, die darum bitten? Wieso hat Judas Jesus verraten, wenn er danach so unglücklich war? Wieso steht im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, obwohl es keine Heiligen im evangelischen Glauben gibt? Das heißt auch geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius Pilatus. Warum ist im Glaubensbekenntnis nur die Rede von Jesu Leben Anfang und Ende? Was passiert, wenn Gott wütend ist? Geht das Leben nach dem Tod weiter? Das heißt ja, ich glaube an Gott, den Vater. Warum heißt es, ich glaube an den Vater? Man sagt ja, man soll sich Gott nicht vorstellen, was für ein Geschlecht er ist, wie er aussieht. Es heißt ja, ich glaube an Gott, den Vater und den Allmächtigen. Wieso sagt man nicht einfach, ich glaube an Gott und lässt den Rest weg? Wie sieht Gott aus? Wie darf ich ihn mir vorstellen? Warum beten wir zu Gott, wenn er doch weiß, was wir wollen? Warum sterben Kinder, die noch so klein sind? Warum sagen die Katholiken, ich glaube an die heilige katholische Kirche? Und warum sagen die evangelischen Leute sozusagen, ich glaube an die christliche Kirche, weil die Katholiken sind ja eigentlich auch Christen. Warum vertragen sich Katholiken und Evangelische nicht? Was trägt der Bischof unter dem Talar? Kommen nur Christen in den Himmel?